Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute total außerplanmäßig mit einer Breaking News Folge für euch. Freunde, schnallt euch an. Schnallt euch an, bleibt bis zum Schluss dran. Wir starten schnell mit dem Fallout Skyline Valley Launch Trailer, der ist jetzt gerade rauskommt, der ist ein paar Sekunden alt. Leute, jetzt wird's gleich wild. Bevor wir loslegen, der Hinweis in eigener Sache. Ich bin der Jakob. Ich mache Fallout-Content, jahrelang schon. Wäre cool, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr nichts mehr zum Thema Fallout verpassen wollt und die Glocke aktiviert. Wäre cool. Viel Spaß. Der Voltaton 76 wird mitpräsentiert von Zuckerbomben-Frühstücksflocken. Die Geschmacksexplosion. Für alle, die gerade erst einschalten, wir befinden uns in Stunde 10 unserer Berichterstattung zum Voltaton 76 live. Unsere Leitungen sind offen und, oh, da haben wir auch schon einen Anrufer. Das ist Harry aus Skyline Valley. Er geht mit der ganzen Familie in den Vault 76. Was sagt man denn dazu? Skyline Valley. Ein wunderschöner Landstrich, mitten im Herzen von Shenandoah. Oh, Shenandoah. Schon, muss ehrlich sagen, macht direkt ein bisschen... Gleich der Einstieg. Ein bisschen Gänsehaut. I hear you calling. Machen Sie es wie Harry. Und werden Sie einer von mehr als 17 Millionen Voltbewohnern. Und da gibt es auch noch Luft nach oben. Wir haben 4 von AVR Medical Center und in der Leitung. Und hier noch 2 aus Wheeling. Vault 20, herzlichen Glückwunsch. Die Gemeinschaft von Vault 76 wächst weiter. Und starke Gemeinschaften überstehen jeden Sturm. Also, werfen Sie doch mal einen Blick zu unseren Nachbarn in Skyline Valley Vault 63. Dort arbeiten die klügsten Köpfe mit Hochdruck an elektrisierenden Lösungen zum Schutz und Erhalt dieses Paradieses in Appalachia. Ganz recht, Skyline Valley ist wie ein atemberaubendes Gemälde von Mutter Natur in sanftem Schlummer. Vom malerischen Shenandoah Nationalpark über die majestätische Tierwelt bis hin zu den gastfreundlichen Bewohnern. Skyline Valley empfängt seine Besucher mit offenen Armen. Und vergessen Sie nicht, das ein oder andere Andenken mitzunehmen. Wenn die Bomben erstmal fliegen, werden Sie keinen Platz mehr kriegen. Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz in Vault 76. Noch nicht überzeugt? Nun ja. Leute! Oh Gott. Punkt 1 der 2 wichtigen Sachen heute. Wir können ab Anfang 2025 als Ghoul spielen. Oh Gott. Als ich das gerade gesehen habe vorher, ich kann euch gar nicht beschreiben, was das in mir ausgelöst hat. Ich freue mich so drüber. Das zeigt halt auch einfach, dass sie dranbleiben und uns was bieten wollen. Und der Gedanke, ich muss einen neuen Charakter machen. Ich muss einen alten einstampfen und einen neuen machen. Aber ich pack's gar nicht, Leute. Das wird so cool. Zu haben ist wohl nicht jedermanns Sache. Und jetzt, pass auf, jetzt kommen wir zum wichtigen Moment. Viel Glück da draußen. Habt ihr es gesehen? Am 12.06. ist es soweit. Wir kriegen das Update. Freunde, das ist nächste Woche. Interessanterweise ist das ein Mittwoch. 12. Normalerweise ist das Update immer dienstags. 12.06. ist es soweit. Wir werden uns das gemeinsam angucken, das Update. Und gemeinsam anzocken. Also ausprobieren. Wäre cool, wenn ihr dabei seid. Wir machen immer einen Update-Stream auf Twitch. Es sind immer ganz viele Leute da. Wir warten gemeinsam, bis die Server live kommen. Wir gucken uns die Patch-Notes an und. Wir beschäftigen uns mit dem Update, schlagen die Zeit tot, damit es alles ein bisschen kurzweiliger wird, bis wir zocken können. Wäre cool, wenn ihr da reinschaut. Ist unten der erste angepinnte Kommentar. Livestream auf Twitch, gerne folgen und dann teilnehmen, vielleicht sogar mitspielen, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen. Ja, Leute, wir haben Update und es ist früher da als erwartet. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass Ende Juni kommt. Jetzt ist
Jetzt ist es in 3 Tagen, ist es soweit. Es ist unglaublich. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch schon freut, was ihr von der Ghoul-Sache haltet vor allem. Und ja, schaut unbedingt im Livestream vorbei. Und denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wäre cool. Und ich verlinke euch jetzt noch ein weiteres Video zum Thema Skyline Valley hier in der Endcard. Könnt ihr gerne angucken, würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich spätestens zum Update-Stream auf Twitch, meine Freunde. Dankeschön. Bis bald.